Ja, ahoi, ihr allen Dexratten, da ist er wieder, euer Hoda mit einem neuen Let's Play World of Warships. Brrr, bitterlich kalt wird's heute, wir sind nämlich auf der Karte Eismeer unterwegs und zwar mit einem neuen Schiffchen, das ich mir zugelegt habe. Und zwar ist das der Tier 9 Zerstörer der Russen, die Uda Loy. Recht hübsches Dingelchen, das Kanonenboot vom Feinsten, ihr seht selber. Ja, was haben wir? 14,6 Kilometer Feuerrange. Wir haben 8 Kilometer Torps. Die Erkennbarkeit ist wie immer recht bescheiden, um es mal nett auszudrücken. Geschwindigkeit ist okay. Ich habe hier die Flaggen drauf. Bin ich mit über 40 Knoten unterwegs. Ja, Karte Eismeer. Um die Pinguinreservate geht es halt wieder mal. 3 Caps sind zu erobern. Ich mache mich schnurstracks auf den Weg Richtung Cap C. Ja, schauen wir mal, was sonst noch geht. Wie sieht es mit dem Matchmaking aus? Wir haben einen Zerstörer mehr. Ansonsten ist es recht ausgeglichen hier. Wir haben, ja, was hat der Gegner? Einen Kreuzer, der eventuell Radar haben könnte. Und zwar ist das die Neptun. Aber kommt drauf an, wenn er Nebel hat, hat er keinen Radar. Da können wir ganz zufrieden sein. Währenddessen haben wir eine Baltimore dabei. Die hat ganz sicher Radar. Ja, und jetzt laufen wir hier schnurstracks auf Cap C zu. Wie gesagt, die Module, die ich verbaut habe und die Captain Skills findet ihr wie immer im Abspann. Braucht ihr dann bloß mal Pause drücken, guckt sie euch genau an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt was drunter. Ja, ansonsten, bis jetzt sieht es hier ganz nett aus. Ich bin noch nicht entdeckt. Wie gesagt, 8 Kilometer ist nicht allzu doll. Genauso weit wie meine Torpedo-Range. Die Torpedo-Anordnung hier gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben zwar 15 Torpedos an Bord, die gar nicht so schlecht sind, außer dass sie nicht besonders viel Schaden machen. Aber wir können nicht alle 15 auf einmal abschicken, sondern maximal 10. Dann müssen wir wenden und haben dann noch einen Torpedo-Werfer auf der anderen Seite mit 5 Stück. Na, schauen wir mal, wie sich das Ding bewährt. Ist nämlich die Jungfernfahrt hier mit der Kiste. Ja, gut, laufen wir mal rein in C. Eroberung wird begonnen. Unsere anderen zwei Zerstörer kümmern sich um B. Das ist eine sehr schöne Sache. Und da machen wir auch schon die ersten Gegner auf. Also nicht wir machen sie auf, sondern wahrscheinlich die Zerstörer in B. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die hierher laufen. So, erobern wir. Ne, B erobern wir nicht weiter. Also mindestens ein feindlicher Zerstörer ist in B. Hier läuft alles schön weiter, sieht man ja unten noch 30 Sekunden, dann haben wir das Ding hier in Sack und Tüten. Wir laufen hier vorne hinter die Insel, da können wir uns ein bisschen verstecken. Jetzt setzen wir hier erstmal unsere Torps ab, ist zwar noch etwas entfernt, die Prinz Eugen und die Atago, aber die laufen ja schließlich in unsere Richtung und vielleicht können wir da was machen. So, gucken wir mal hinter die Insel. Jetzt haben wir es gleich erobert, noch bevor der Gegner einläuft ins Cap, oder? Ja, sehr schön. Das haben wir für uns gesichert. Cap A sichern wir auch gerade für uns mit 2 Kreuzern, da scheint überhaupt keiner hinzufahren. Das heißt allerdings auch, dass mehr von der gegnerischen Flotte hier auf unserer Seite ist. Jetzt sind wir entdeckt. Von wem? Von was? Ah, herrje, die Neptun. So, das heißt für uns Nebeln. Und, oh, die setzt auf mich ab. Das könnte gleich richtig wehtun. Ja, macht's auch. Zerballert mir einen Motor hier. Aber wir sind aus. Die Neptun Nebel, das heißt, die hat keinen Radar. Weil bei den britischen Kreuzern kann man wählen zwischen Radar, Nebel und, was war's, Flieger. So, jetzt schickt man hier die restlichen verbliebenen 5 Torpedos Richtung Nebel, wo wir die Neptun das letzte Mal gesehen haben. Denn ich denke mal, die wird da stehen bleiben. So, da hinten ist die Atago schon tüchtig angefressen. Gucken wir doch glatt mal, ob wir hier über den Eisberg kommen. Es wird mir zwar das Inselsymbol angezeigt, aber das verstehe ich nicht. Die gehen alle komplett drüber. So, haben wir sie auch getroffen für 0 Damage, 2 Cap-Verteidigung, aber da hat sie sich schon ein anderer geholt. Nicht so schlimm, können wir verkraften. So, Motor ist in 3 Sekunden wieder einsatzbereit. Und da läuft er wieder. Sehr schön. So, wenden Richtung Neptun zurück. Und dann schauen wir mal, was das Gunboot hier leisten kann. Aber da haben wir auch schon einen Torpedotreffer gemacht. Und zwar auf die Neptun, die da immer noch im Nebel stand. Immerhin einen Torpedotreffer und einen Wassereinbruch haben wir verursacht. Da kommen die gegnerischen Torpedos, das dürften die von der Neptun sein, aber da kommen wir problemlos raus hier. Prinz Eugen auf 8 Kilometer, Torps haben nachgeladen, noch einmal rüber in den Nebel Richtung Neptun geschickt. Und die zweite
Torbsalbe setzen wir hier in Richtung Prinz Eugen ab und probieren dann hinter der Nebelbank hier noch rumzukommen und den Turbo-Boost zu zünden, um da wieder zu verschwinden. Aber da haben wir ein Problem, der Nebel löst sich nämlich gerade auf und da sind wir auch schon offen. So, probieren wir mal aus der Erkennbarkeitsreichweite zu kommen. Wir haben ja immerhin den Turbo-Boost gezündet. Aber die Prinz Eugen setzt dann nochmal auf mich ab, bevor sie komplett zerreißt und haut mir da ein bisschen Damage rein. Aber damit können wir leben, beziehungsweise damit müssen wir leben. Ja, bei der Neptun sieht es ganz gut aus mit den Torps. Mindestens einer könnte treffen. Ja, macht er auch 12.166 Damage. Sehr, sehr schön. Leider kein Wassereinbruch. Na gut, was so ist. So, wir ziehen uns hier weiter zurück. B nehmen wir auch gerade ein. Das ist eine sehr schöne Sache. Und da haben wir noch einen Torpedotreffer gemacht. Gott weiß auf wen. So. Jetzt nehmen wir hier die Amagi unter Feuer mit unseren Geschützen hier. Ich habe die auf Sprengmeister geskillt, um ein bisschen mehr Brände verursachen zu können. So, was kommt dort hinten? Noch eine North Carolina. Und jetzt drehen wir hier wieder nach oben. Solange wir die hier in Cap C festnageln, kommt die natürlich nicht auf die Idee, Cap B anzugreifen und Cap A anzugreifen. Und die Punkte ticken demzufolge für uns. Außerdem haben wir hier schon drei gegnerische Kreuzer rausgenommen. Das ist sehr schön. Ah, die Kagero ist hier bei mir hinten. So, aber jetzt setzen wir erst nochmal auf die Amari ab und probieren hier dem Landgang zu entgehen. Das könnte klappen. Na, ganz kurz hängen geblieben sind wir. Aber sofort wieder raus. So, Torps haben auch nachgeladen. Amari 8,8 Kilometer reinlaufend. Ja, da können wir doch mal was probieren mit den Torps. So. Ersten 5 und die zweiten 5 setzen wir so ein bisschen versetzt, weil sie doch noch ein bisschen dreht. So, Torp, Alarm, da vorne völlig ungefährlich für mich. Sehr schön, so. Ja, die Minotaur hat es mittlerweile zerrissen, beziehungsweise die Neptun, das war ja keine Minotaur, das war eine Neptun. Die Kagero läuft jetzt auch ins Cap ein. Wir halten hier wunderbar gegen mit 3 Schlachtschiffen und mir, oder beziehungsweise 4. Hinten ist ja noch eins, was da ein bisschen Feuerschutz gibt. Jetzt fangen wir an, auf die North Carolina zu feuern, um dem Jungchen mal ein bisschen warm zu machen. Ja, es ist schließlich verdammt kalt hier am Eismeer. Er hat bestimmt nichts gegen ein kleines Feuerchen und schon hat es geklappt. Da haben wir das Feuerchen. Ja, das Ding muss man hier... Und, oh, noch ein Torpedotreffer auf die Amagi. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. So, da haben wir 4 Torpedotreffer schon mal. 55.000 Damage und die North Carolina brennt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da tickt es auch für mich weiter. Ich weiß es nicht, ob es der Wassereinbruch ist oder ob es das Feuer ist oder ob es beides ist. Wie gesagt, ach, die North Carolina, die hat jetzt schon das zweite Feuer schon. Ah, die Matrosen werden sich bedanken hier. Wie gesagt, gibt es keine klammen Finger mehr und an der Reling friert man auch nicht unbedingt fest. So, Amagi kommt jetzt hier auf 8,8 Kilometer ran. Da nehmen wir doch glatt das Feuer auf. Die ist hier am Infight mit unserer North Carolina, die wieder mal unsinnigerweise rückwärts läuft. Aber wie gesagt, soll mir Wurst sein. Wir tun hier, was wir können, um dem Dingelchen hier noch ein bisschen Damage zu machen. Ist nicht viel, aber wie gesagt, exorbitant hohe Feuergeschwindigkeit. Und dadurch, wie gesagt, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Beziehungsweise hier das Schiff. Und es tickt hier immer noch sehr, sehr schön. Das sollte der Wassereinbruch sein. Und da ist sie vollgelaufen und da haben wir Kill Nummer 1 auf der Uhr. So gefällt mir das. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier vorne noch so reißen können. Wir nageln den Gegner hier wirklich wunderbar fest. Er hat jetzt wirklich nur noch Truppen hier vor C, probiert das hier krampfhaft zu verteidigen, aber er, entweder schauen sie nicht nach oben, denn läuft hier momentan alles davon hier, nämlich die Punkte, mörderisch hier. Wir führen schon mit über 400 Punkten hier, 450 Punkten. Das ist natürlich weniger schön für die Gegner, aber wie gesagt, gut für unser Konto. So, mittlerweile haben wir auch schon, ja, 68.000 Schaden fast auf der Uhr und können hier eigentlich schalten und walten, wie wir wollen.
Aber wie gesagt, das Ding sollte man halt fahren wie einen super leichten Kreuzer ohne Zitadelle, weil, wie gesagt, das ist kein Zerstörer im eigentlichen Sinne hier. Ungesehen kommen wir hier an fast nichts ran, deswegen habe ich hier, wie gesagt, den Captain auch nicht auf Tarnung geskillt. Wäre Blödsinn. Oh, da vorne haben wir eine North Carolina auf 9,2 Kilometer, die läuft gerade hinterm Eisberg vor. Ja, da werden wir mal sehen, ob wir dem guten Mann auch noch ein Feuerchen verpassen können. Hat er sich verdient hier, hat er sich verdient. Oh ja, viel ist nicht mehr übrig. Naja, was soll's. Weiter drauf abgesetzt. Und da brennt's auch schon wieder. Es feuerle. Und da schlägt die Salve ein. Und da haben wir Kill Nummer 3 auf der Ohr. Ne, Kill Nummer 2, Entschuldigung. Kill Nummer 2. So, jetzt werden wir uns hier um die Gagero kümmern. Mit Namen Bismarck. Ein sehr lustiges Ding. Was ist denn mit der Iowa dort hinten? Ach, die hat sich festgefahren. Zwischen Eisberg und Kartengrenze. Ja, da steht sie natürlich relativ dämlich. Schön Free Food for me. Ne? All you can eat. Immer voll drauf hier. Rein erstmal mit den Geschossen. Ein bisschen reingearbeitet, bis wir mit den Torpedos arbeiten können. So soll mir das recht sein. Wie gesagt, nehmen wir gerne mit so ein Geschenk. Kein Problem. Und da haben wir sie auch in Brand geschossen. So, was haben wir dort hinten? Das ist immer noch die Kagero und die Türbitz, aber die Türbitz, die ist schon so gut wie Fischfutter. Jetzt setzen wir noch ein bisschen auf die Kagero ab, während wir uns hier ranarbeiten an die Iowa. Jo, mein Gott, sieht gut aus hier, 909 zu 142. Jetzt muss ich mich sogar noch beeilen, dass ich hier ein bisschen Damage abkriege hier. Mein Gott, aber wie gesagt, ich muss sagen, das Ding gefällt mir gut. Sehr schön wendig, muss man natürlich auf Range spielen hier. Im Kamikaze-Angriff hat man hier nicht viele Chancen. So, jetzt sind wir hier auf 6,3 Kilometer ran. Torps werden abgesetzt, eine Seite. Jetzt fängt die Sekundäre an zu feuern hier. Das heißt, nebeln, wenden und den anderen Torpwerfer zur Sicherheit noch hinterher geschickt. Jo. Passt. So, sind wir wieder aus hier. Und da schicken wir den nächsten Torpwerfer noch hinterher. 960. Ich will mal hoffen, dass die Torps noch ankommen hier. Mittlerweile sieht es hier ganz gut aus. 4 Torpedotreffer. Das ist recht ungewöhnlich, weil viele Torpedotreffer macht man mit dem Ding eigentlich nie. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich ein Gunboot. Aber die Torps laufen natürlich fantastisch auf eine stehende Iowa. 11.000 und nochmal 10.000 und hat's Röms gemacht und da war sie raus und das Spiel ist vorbei. Ja, sehr schön. 106.000 Damage, nicht ganz schlecht mit 100 Granatentreffern. 7 Torpedotreffer haben wir gemacht, ein Ausfall verursacht, 3 Schiffe versenkt, 5 Brände, 6 Wassereinbrüche, 2-mal ist Cap verteidigt und ein Cap erobert. Ja, sieht ganz gut aus. Tag des Waffenstillstands haben wir auch erledigt und jetzt gucken wir mal rein, bringt mich auf Platz 1. Sehr schön, so gefällt mir das. Das ist eine hübsche Angelegenheit. Ja, die gegnerischen Zerstörer waren hier nicht ganz so erfolgreich wie unser 1. Ja, gucken wir einen ausführlichen Bericht. Was haben wir da? Ja, wie gesagt, 67.000 durch Torpedotreffer, 23.000 durch Brände, 2.000 durch Wassereinbrüche und 13.000 mit der Hauptbatterie. Sieht nicht ganz schlecht aus. 72 Kilometer sind wir gefahren. Ja, mein Gott. Schaden durch Aufklärung 45. 5 Kriegsschiffe aufgeklärt. 9 entdeckte Torpedos. Verteidigungspunkte 13 und Eroberungspunkte 60. Ja, schön. Ordentlich den Schaden verteilt hier. Gucken wir mal, was übrig geblieben ist. Ja, 186.000 und dank 200 EP, plus 200 EP, 11.151 EP. Das hat sich doch gelohnt für die Jungfernfahrt. Schöner Sieg für den Tier 9 Zerstörer der Russen. Hier seht ihr nochmal die verbauten Module und die Captain Skills. Ja, was soll ich dann noch sagen? Es bleibt mir eigentlich nur noch eins. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf HOTA TV. Und bis dahin, versenkt sie, bevor sie euch versenken.